Und Knuffel geht mal dahin, obwohl ich brauche Butz auch noch. Knuffel ist nicht so wichtig, Butz brauche ich noch eher. Butz wird in der Arena von Misty noch ganz wichtig werden. Wo sind die Trainer? Wo seid ihr? Wo sind sie? Hallo? Ah, da unten stehen sie alle, alles klar. Da unten wurden sie formiert. Ich hoffte doch, dass die irgendwo stehen. Magma. Magma. Ups. Ja, das ist das Einzige, was Amoroso halt schwächen kann, aber, meine Freunde. Aber, wir haben ja noch diese nette Attacke. Ja, Flammenwurf, vierfach resistent. Trotz Sonnenschein wird er nicht viel abziehen. So. Antikraft und weg. Ich lass mich gleich auch direkt weiter runterfahren, damit wir direkt zum, ach du Scheiße, den nächsten Gegner kommen. Einfach drauf. Tot. Ach Mann, warum macht er denn auch 50-50 Chance, welchen Angriff er macht, ne? Und dann kommt er mit so weit. Typhlosion, okay. Ja, Flamewheel, mhm. Wir haben gerade schon mal über Effektivität gesprochen von Feuerattacken auf einem Amoroso, da ja, wollte er seinen Sinn auch noch dazu geben. Hitmonchan, weißt du was? Warum den Hitmonchan? Ja. Ja, mach du ruhig die Tech, das funktioniert nicht. Und nochmal hintereinander klappt das nicht. Ciao. Und runter, nächsten zwei. Arctos bleibt vorne, der erreicht ja eh gleich ein Level. Oh, scheiße. Ein Houndoom, das ist natürlich ungünstig. Tanky, wie wär's mit dir? Da kommt garantiert eine Feuerattacke. Alter, voll schlecht. Oh, scheiße. Das ist natürlich doof gewesen jetzt. Yay, Arctos hat Level erreicht. Das konnte ich leider mit Amoroso auch nicht mehr predikten. Naja gut. Ist nicht schlimm, macht nix. Wir sind ja auch gleich wie... Warum hat der ein Togepi? Warum hat der ein Togepi? So ein Togetick oder was? Tauros? Ja komm, wenn wir hier schon Normalfight machen, dann hole ich auch mal einen raus. Alter, für Brutalo Fight Tauros hier das. Alter! Und ein Schaden, ey. Na klar, zwei Krits, ey. Toll, jetzt hat mein Tauros, jetzt hat mein Arcania, ja gut, du schaffst das auch. Aber jetzt hat mein Knuffel voll versagt. Wie stehe ich denn jetzt da? Leiger. Ja, Mr. Frost. Alles bin effektiv auf Boden-Pokémon. Das ist das dicke. Ja, da können wir so reinfahren mit dem Flug-Pokémon-Trainer. Wir haben Arctos vorne stehen. Das sollte ganz gut laufen, wenn die dumme Sau nicht auch einen Arctos hätte. Was ist das denn hier jetzt? Ein Eisbeam-Contest. Meins aber besser. Tschüss. Wehe, du hast jetzt noch die anderen beiden.
Ach, ist doch scheiße. Warum hast du denn die anderen beiden auch noch? Na gut, aber ich habe den Rollout. Oh, Kacke. Scheiße, da war Rollout jetzt ein Fehler. Ein weiterer Flank. Ah, wir sind durch. Flinkklaue, schneller. Oder haben das Mortress gelegt? Zapdos, ein Rollout. Wenn wir er treffen, ist es weg. Killt das? Nein, es killt nicht. Und das müsste bei vierfach Schwäche killen. Dreifache Aufladung? Yes. Wie cool war das denn? Ach, Birdgeber Lewis. Und mit deinem legendären Vogel-Pokémon ist klar. Noctu? Why Noctu? Weil Noctu mal einfach so das schwächste Flug-Pokémon ever ist, ey. Das Ding ist so sinnlos, es kann einfach nichts. So, Fuxanga City, wir sind da. Schnell mal Pokémon heilen. Und nach der Rechnung müsste ja jetzt die hier nicht mehr als 68 haben. Und sie hat Gift. Und da sie Giftboden hat, ist Lysop eigentlich wieder die erste Wahl. Und der Boden ist anders gestaltet. Puh, halt. Physische Angriffe auf meinen Dornfan bringt hier gar nichts. Dornfan wird sie alle abblocken. Oh, ein Bulbasaur. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Mr. Frost? Fire. Sweet Scent, Deo gesprüht oder was? Glaubst du, das hilft dir, einem Flammenwurf zu entgehen? Nein! Jetzt erst recht. Was war das? Ich hab's nicht gehört. Ach ja, Venusaur. Okay, Entschuldigung. Ja, das Mikro war gerade nicht. Das Mikro war gerade ein bisschen im Weg, denn meine Sitzposition ist nicht die allerbeste. Da kann ich fliegt hier einfach so durch. War da was? Nö, ich hab nichts gesehen. Ja, wer Linda ist, kann man, wer Jasmine ist, kann man ja schon rauskriegen. Es wird wohl die sein, die da oben vor den Plakaten da steht, in den Rollen. Deswegen können wir davor die ganzen Trainer auch durchbashen. Da oben sind nämlich stehen, jo. Die sind alle Level 50. Oder hat er die Trainer jeweils angepasst, dass sie vom Level her... Dass er sich vorher die Level angeguckt hat. Waldblumen, okay, das sollte wechseln. Hm, glaube ich nicht. Okay, Gift-Pokémon. Mal eben tippen, was Jasmin hat. Gift-Pokémon. Sie hat, glaube ich, 5, ne? Ups, jetzt wollte ich switchen, egal. Arbok, Smogmog, Slimog, Ariados. Und noch ein Gift-Pokémon. Video Queen vielleicht. Könnte ich mir vorstellen. Sie 5 hat, sie hat doch 5, oder? Ah. Wie Omot? Tatsächlich ein Omot? Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, Omot wären wir drüber weg. Ach, Toxin. Ja, komm, so lange ist Akani nicht im Fall, dass das was ausmacht. Akani muss eigentlich nur das Viech töten und vielleicht noch ein Visa-Floor, wenn was kommt. Und da haben wir Nidoking. Deshalb. 66, okay. Lizard Nidoking. Krass. Tötet zwar nicht, aber krass. Nicht schlecht. Wildplume, natürlich wird er geswitcht.
Giflor. Okay, 68er Giflor, alter Schwede. Sie ist besser als Sabrina aufgestellt. Was ist denn jetzt los? Jetzt ergibt ja gar nichts mehr Sinn. Oh, Sludgebomb tut weh. Der Burn mehr. Das war nicht mal ihr stärkstes. Okay, es kommt wieder Nidoqueen. Holen wir Tanky mal rein. Okay, da haben wir ihr stärkstes Pokémon. Ein 70er Nidoqueen. So eine Scheiße. Ja, das tut weh. Ach du Fuck. Okay, die Level wurden dann doch geändert. Protect. Yay, beschützt. Oh, tot. Die Level wurden geändert, die Reihenfolge anscheinend. Okay, was machen wir jetzt? Erdbeben trifft ja nicht auf Mr. Frost. Und ein Eisbeam von Mr. Frost sollte reichen. Gut. Also auch das 70er Viech weg. Und Ariados, da haben wir doch Ariados, okay. Ariados Offenbruch, das hat gar keine Schnitte gegen Arcani. Auch wenn es ein paar Level höher ist. Schade. Okay, 70 war jetzt das Level. Da kommen noch ein paar Gegner. Misty mit ihren Wasserpokes. Ja, da haben wir Electek für, das könnte schon schwierig werden. Rocco. Gut. Rocco, ja, mit Gestein wird, aber das hat meistens den Bodentyp dabei. Könnten wir hinkriegen. Und dann kommt halt wirklich, was wirklich noch schwierig wird. Was kriegen wir denn noch da rein? Pyro? Pyro könnte einfacher werden. So, wie seid ihr hier aufgestellt? Alles klar, alle hintereinander weg. Gut, würde ich sagen, das machen wir auf jeden Fall. Ich brauche Tanky aber dafür. Der muss anfangen. Ach komm, ey. Bald, vielleicht war ich da jetzt zurück. Glück gehabt. Nein, er wird Brot. Persian. Okay. Ja, wir haben wir klar drin, da Ding ist mit einem Biss weg. So. Perfekt. Schoolboy Tommy. Hey Tommy. What? Hey Tommy, what? Oder wir machen sie voll, Leute. Ich bin gerade am überlegen. Ich mach die Story jetzt weiter. Ups, ich wechsle den Grün, egal. Wir machen die Story jetzt weiter. Richtung Azuria City. Und kümmern uns am Ende wenn ich zum Beispiel offscreen leveln muss, kümmere ich mich um diese Route hier. Hier wird es ja nichts Spektakuläres geben. Wir haben ja fast alles schon gesehen. Oder? Wie viel haben wir gesehen? Es sind 240, Alter, wir haben 240 Pokémon gesehen. Flieg mich mal nach Sophonia City. Dann machen wir das mal in dieser Art. Dann gehen wir jetzt mal nach Sophonia nach Azuria durch. Dann machen wir das jetzt nämlich mal so. Perfekt, die haben die Dinger hier weggenommen. Ja, es gefällt uns da. Okay. Wir müssen allerdings immer noch den Spulentyp anquatschen. Dass die weg ist. So, die werden hier aber alle schon in einer Reihe stehen irgendwo. Ah, da fangen sie an. Ne, Tanky kann ruhig vorne stehen, das ist in Ordnung. Tanky da vorne stehen, das ist voll in Ordnung, das muss auch so sein. Das ist scheiße. Warum? Ach, screech dich selber. Kannst du nicht mal flinchen? Flinche. Du Monster, du.
ist nicht dein Ernst, Tanky, oder? Und die Strategie ist banal clever. Der hat Tanky eiskalt getötet. Und mit der lächerlichsten Strategie ever. Ein paar Mal Kreideschrei, damit die Verteidigung sinkt, dann verwirrst du den. Und dann prügelt er sich selber mit seinem Angriff kaputt. Oh, Donner. Nein, brauchen wir nicht. Skizor. Ja, komm, bleib mal drin. Auch nochmal gucken, ob Skizor was ausrechnen kann hier. Metalclaw. Saumäßig dummer Angriff. Der ist einfach scheiße. Metalclaw ist echt so ein Drecksangriff. In dieser Gen noch. Der wird später besser. Kishanera ist jetzt eine Herausforderung. Fliegen zieht einiges ab, weil es halt physisch ist, aber es killt, glaube ich, nicht, oder? Oh, es killt, okay. Sehr nice. Sonnenflora, da haben wir auf jeden Fall drin. Da holen wir erstmal einen fetten Eisbeam raus. Sonnenflora! Eingefreezed. Okay, dann einmal Butz nach vorne. Den ein bisschen trainieren. Ja, ich weiß, hier steht ein Wandersmann, aber wir haben Eispunch. Deswegen ist mein Electric auch gegen Rocco ganz gut einzusetzen, da wir Eispunch haben. Falls Amoroso nicht in der Lage sein sollte, müssen wir noch einen Plan B haben. Primal. Ach, wir bleiben jetzt einmal bei dem hier drin. Eigentlich kann der nichts haben, was mein Butz nicht vernichten kann. Egal was da kommt, der kann jetzt mit einem Bodentypen kommen. Das ist ja, wenn auch mal. Ja, der kann mit allem kommen. Hier, Eispunch. Zack. Kriegt er den halt drauf. Ist zwar nicht tot. LOL. Du bist ein Arsch, weißt du das? Da, Folie. Oh, Psychokinese, okay. Zieht aber nicht so viel ab. Das ist ein Non-Step-Move. Und die Spezialverteidigung von Butz ist eigentlich auch ganz gut. Das halten wir gut durch. Und Silver, ja, da wirst du nie hinkommen. Da komm ich hin. Pupita, okay. Nicht schlecht. Das könnte Rocco auch haben, wenn er sogar einen Despoter hat. Ja, Donphan wird jetzt eine Herausforderung, ob der 2 down geht. Ja, okay. Weil sonst hätte er das Ding wahrscheinlich eher pinken können. Leiger, dann haben wir auch drin. Schöne Eisattacke drauf, da zieht der richtig Damage. Hör erstmal an, Butz ist eine Maschine, die wir im Team haben, ey. Nächster, komm. Komm, die nächsten. Wir jetzt nicht lange schnacken hier, die nächsten. So, und Flora, Wurm. Ich habe einen Eispunch für dich. Extra für dich aufbewahrt. Was haben wir noch? Ja, oh, ja, super. Eispunch, Vierfachschwäche. Flugpflanze. Pflanze, Flug, so rum. Sehr schön. Ah, Picknick-Heidi, ja, tut mir leid. Hat nicht sollen sein. Kabutops, Wassergestein, da können wir auch mit Donnerattacken draufhauen. Amoroso? Jawohl. Du kriegst ja gleich auch noch ab. Zack, und schon ist Putz auf Level 60. Okay, das Level hier, Regimen, ist ganz okay. Kann man machen. Ich wette, du kommst auch von dem Pokémon Center aus dahin, oder? Jo, haben sie schön geändert. Dass man den Weg auch so finden kann. Magneton, 45, okay. Nicht schlecht. Ach ja. Die Quest, die war immer doof. Aber beim ersten Mal war es natürlich richtig cool. Aber so im Nachhinein, bla bla bla. Frag der Typ, ein kleines Kind, kannst du uns helfen, Mann? Wir sind voll unfähig, das allein zu machen. So, und wie gesagt, das hatte ich schon mal in einem früheren Part erwähnt, als wir noch im Rocket-Quartier waren.
Wir können mir vorstellen, dass das der Max es wieder ist. Was zum Geier? Wo ist die scheiß Spule? Oh nee, ne? Wo die Spule versteckt? Oh du alter Saftnase, du. Jetzt müssen wir auch noch besiegen, um rauszukriegen, oder was? Der hat die Arena verändert. Das kannst du nicht machen. Ich hoffe mal, ich täusche mich und der Typ hat hoffentlich keinen Mewtwo. Das wäre nämlich scheiße. Das passt nicht. Das hier würde Maxis einfach nicht sein. Das passt einfach, oder? Ist er das? Es ist Maxis. Okay, er hat sein Mewtwo dabei. 75! Ist klar, du Motherfucker. Okay, aber es macht bisher nur Scheißattacken. Könnte mit einem 3-Hit down gehen. Nice, okay. Dann habe ich nichts gesagt. Der Schock war größer als das, was am Ende wirklich da war. Motherfucker did it, ja, super. Inside the water, ja, du bist mir ein Witzbold. Was heißt denn Inside the water? Oh. Dankeschön. Thank you, man. Jetzt müssen wir mal ganz schnell das Zeug zurückbringen. Okay, auch hier unten lang. Bei Gold Expert kann man auch da unten lang. Bring das jetzt zurück, dann haben wir das wenigstens schon mal fertig und dann können wir noch auf den Weg zu Misty gehen. Oder? Ah, das schaffe ich noch. Weil ich es kann. Max Rebell. So, ich habe das geschafft, weil die Polizei nicht hingekriegt hat. Tada! Den Maschinenpart. Und jetzt war ich natürlich noch nicht in Lavandia, um mir das Tool zu holen. Na, toll. Ach, dann machen wir das auch noch eben. Mr. Frost, flieg mich mal bitte nach Saffronia City. Vorher heilen wir unsere Pokes. Gehen nach Lavandia, holen uns das und versuchen dann nochmal eben Misty zu klatschen.